mit der Berggasse im 18. Bezirk. Und da ist das Trampellicht, Rampenlichttheater. Und jetzt wird nicht mehr gesprochen während dem Filmen. Also, wir haben da noch Zeit genug. Es ist 18, noch 5 vor 18. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Lyrikfreunde. Wie schon gesagt, mein Name ist Sonja Huckmann und ich freue mich, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen. Als ich so die Zeitung durchgeblättert habe, so eine wie die hier, wo ja meist auf Seite 7 eine hübsche, nackte Frau zu sehen ist, habe ich auf einer anderen Seite, nämlich der Seite 10, meinen absoluten Traummann gefunden. Ja, mein Traummann ist auf Seite 10, sieht besser aus als Sascha Hehn und ist gebaut wie ein John Wayne. Ich reiße diese Seite raus und laufe damit von Haus zu Haus. Ich ziehe durchs Land Tag ein, Tag aus. Dies Götterbild von einem Mann. Ich frage mich, wo er wohnen kann und rufe 1000 Leute an. Und heute früh, da kam ich drauf. Sein Name ist Roberto Rauf. Ich suche ihn zu Hause auf. Doch vor mir steht ein müder Greis. Total erschrocken stöhne ich leis. Sein Mund ist alt, sein Haar ist weiß. Was ich hier sehe, kann doch nicht sein. Roberto Rauf ist dürr und klein. Ich schaue in meine Zeitung rein. Ich kann sie wenden, 10-mal drehen. Das Jahr habe ich erst jetzt gesehen. Sie ist von 1910. Okay, ich gebe zu, das war damals wirklich Pech. Aber hin und wieder hat man natürlich auch ein bisschen Glück in der Liebe und findet jemanden, der einem so wirklich gut gefällt. Und nachdem man sich dann alle möglichen Fragen gestellt hat, wie zum Beispiel, hat er Humor? Ist er sportlich, intelligent, zärtlich, erfolgreich, einfühlsam? Wie sehen seine inneren Werte aus? Leberwerte, Blutwerte, Cholesterinwerte, Bankkonto. Also wenn man sich all diese Fragen gestellt hat, bleibt schließlich nur noch eine. Wenn er mich küsst, wonach mag er wohl schmecken? Wonach magst du wohl schmecken? Bist du ein süßer Kussgenuss mit fruchtig leckerer Zunge? Oder ein Traum aus Haselnuss, der reicht bis in die Lunge? Sind deine Lippen honigmild mit bitterem Aroma? Oder bist du so frisch und wild und wächst mich aus dem Koma? Hast du einen Schoko-Erdbeermund mit schmackhaft kühlem Ingwer? Oder spür ich Tabak im Schlund? Was echt ein starkes Ding wär. Wonach nur schmeckst du? Sag es mir. Doch, ich werde es bald wissen. Warum, fragst du? Ich sag es dir. Ich werde dich einfach küssen. Dies war nun ein kleines Liebesgedicht für Sie an ihn, aber natürlich beinhaltet mein Gedichtband auch etliche Werke, die für ihn an Sie gerichtet sind. Dazu stellen Sie sich jetzt einfach vor, ich wäre ein Mann. Können Sie sich das vorstellen? Nicht. Na gut, ich werde Ihnen ein bisschen nachhelfen. So. Das ist jetzt das Liebesgedicht eines echten Mannes an seine Traumfrau. Mein Schmachtblick schaut verblödet drein und linkisch gehe ich auf dich zu. Ich wär so gern mit dir allein, denn was ich will, das bist nur du. Doch wie ein Trottel steh ich da und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mach den Mund auf und sag, und grinse nur, geheimnisvoll. Oh Gott, was denkst du nur von mir? Die Zunge hängt mir bis zum Fuß. So liebessabbernd steh ich hier und träume nur von deinem Kuss. Doch du siehst mich fragend an und wartest still auf einen Satz. Ich stottere wie ein Pavian und rühre mich
nicht von meinem Platz. Es kribbelt heiß in meinem Bauch. Doch was ich fühle, siehst du nicht. Drum lasse ich jetzt das Reden auch und schreib dir einfach ein Gedicht.